Ja, Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Brave Frontier RPG. Ich habe gerade die Mimic-Truhe, die wir bekommen haben, unser Team reingesetzt, dafür diesen komischen Ritter rausgenommen. Und ich würde sagen, wir fahren mal die, wir upgraden mal die Synthese, denn ich brauche auf jeden Fall die Tränke, die die Paralysierung heilen. Angriffstank, okay, das ist jetzt nicht das, was ich möchte. Giftiges Licht, schweres Licht, blablabla Licht. Okay, leider bringt uns das nicht weiter. Müssen die Synthese weiter upgraden. Ich weiß gar nicht, welches Level das Maximum ist. Wahrscheinlich 10 oder so. Ob wir noch ein zweites Level hinkriegen. Ares Flöte. Nein, nehmen wir mal mit. Das klingt, das hat die Ares Flöte. Die Synthese, da können wir ja mit Items was craften. Bei Sphäre brauchen wir auch noch Karma. Wiederbelebe. Das ist natürlich sehr interessant. Wiederbelebungstränke. Dann schauen wir in der Synthese. Tränke müsste ich ja noch ein paar haben. 18 halten. Naja, ist jetzt nicht unbedingt viel. Gleich werden ja wieder 10 Stück rausgenommen. Nehmen wir mal 20 mit. Obwohl, kann man 30 mitnehmen. Oh, halt, blablabla, halt einen Verbündeten von Fluch habe ich noch gar nicht gemacht. Würde ich sagen, machen wir mal 5 Stück davon. Heiliges Wasser. Vielleicht ist das ein Fluch gewesen. Angestrahlt erhöht die KK-Droprate für 3 Runden. Was heißt KK? Ein Hartknochen und ein Geiststein brauche ich. Das heißt, ich hätte es noch gar nicht machen müssen, weil ich die Items einfach noch nicht kriege. Angriffstränke. Hier, halt eine Verbindung von Lähmung. Stimulanz. Die muss ich auf jeden Fall mitnehmen. 10 Stück davon mitnehmen. Ich denke mal, ist okay. Erhöht die Angriffsrate eines Verbündeten in einer Runde lang um 30%. Ist ja auch nicht so toll, oder? Ich nehme es aber mal mit. Die Verteidigungstrank kann man auch noch 5 Stück davon machen. Da haben wir ordentlich wieder was an Tränken dazu gemacht. Sphären ist jetzt unnötig gerade. Wir können weitermachen. Wir haben noch ein bisschen. Hier seht ihr meine Mimik-Truhe. Finsternis. Als Gattung. Mistralturm. Und das letzte Level. Säulen der Gewalt. Die 4 Elemente haben ihre Meister geschickt, die als letztes Hindernis den Weg zum Turmfürsten versperren. Schauen wir mal, wen wir mitnehmen können. Level 27 ist jetzt nicht unbedingt toll. Aber wir müssen. Obwohl der hier, ja, Krieger Elsie, der ist da 30. Ja, ich nehme ihn mit. Komm, nimmst du mit. Erst Maximallevel auf jeden Fall ist okay. Gegenstände verwalten. Erstmal auffüllen. Dann kann man hier noch auf jeden Fall die Stimulanz mitnehmen. Zur Lähmung heilen. Und das heilige Wasser von Fluch. Ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt schon mal einen Fluch gesehen? Ich sag einfach mal, ich werde den Angriff erhöhen. Das werde ich mal kurz davor machen, bevor ich die Fähigkeiten benutze. Ja, aufgeführt ist alles und dann können wir weitermachen. Level 10 sind, was heißt ein RC? Ich glaube, das ist irgendwie so ein, hier oben steht der RC neben dem Level. Tja, was könnte das sein? Wahrscheinlich irgendwie so für private Kämpfe, also so 1-1 Kämpfe. Multiplayer Kämpfe. Aber mal schauen. Ist natürlich ungünstig jetzt, wenn die gegen mich immun sind. Pro Runde muss ich einen, na, ist ungünstig, sehr ungünstig. Wow, die Medusa macht ziemlich gut Schaden. Und nächste Runde ist der letzte weg. Schau mal, wir haben schon wieder 2 Kisten. Wahrscheinlich, wahrscheinlich wieder eine Mimik-Truhe. So ein Scheiß aber auch. Müssen wir mal gucken, woran wir die erkennen. Deswegen gibt es nämlich den Button weiter. Weil es die Mimik-Truhen sein könnten. Leider kann ich nicht erkennen, welche Truhe Mimik sein könnte. Okay, keine davon. Das ist natürlich immer sehr ein Risiko. Aber wenn wir sie besiegen, kriegen wir sie wahrscheinlich immer, die Mimik-Truhe, deswegen gar nicht so schlecht. Ach, verdammt. Da hat er irgendwann noch einen zweiten Angriff rausgehauen. Und ein verzögerter zweiter Angriff war es gewesen, vielleicht von der Medusa. Oh, der ist auf jeden Fall tot. Das war eigentlich unnötig. Die erfindenden Elu-Leute hätte ich von hier unten nehmen müssen. Aber es reicht auch hier. Mimik-Truhen sind was richtig, richtig, richtig Böses. Aber in jedem Spiel. In jedem Spiel sind Mimik-Truhen böse. Bisher kenne ich Dungeon Siege 2, wo es Mimik-Truhen gab. Lufia. Die Ahnenhöhle. Und halt dieses Spiel. Und sonst habe ich, glaube ich, noch nie Mimik-Truhen gesehen. Nö. Fällt mir sonst kein Spiel ein, wo ich Mimik-Truhen gesehen habe. Ah, ist einfach geil.
Sie sind stark, aber geil. Sie sind in dem Spiel einfach mega krass stark. Ich finde sie trotzdem cool. Ist immer eine Überraschung. So, wir haben mal unsere Krieger-Essi-Fähigkeit benutzen. Patz! Achso, das ist die Mimik-Truhe, die man verzögert angreift. So, so. Jetzt hätte ich natürlich bei jeder Truhe Angst. Ist das eine Mimik-Truhe? Ist das keine Mimik-Truhe? Das ist echt bitter, ey. Piu! Und noch eine Kiste. Und die Harpie. Ich mache einfach beide auf. Den muss man ja irgendwo erkennen, ob es eine Mimik-Truhe ist. Und bisher sehe ich da keinen Unterschied. Wahrscheinlich wird es dunkler sein. Wahrscheinlich wird sie einen Streifen weniger haben. Irgendein Merkmal wird es wahrscheinlich geben, dass die Truhe nicht echt ist. Beiß. Die ist aber ziemlich stark, muss ich sagen. Also schwach ist sie nicht gerade. Mit 666 Angriff ist sie fast meine stärkste Einheit mit. Außer Eludo sollte da keiner rankommen. Vom Grundwert zumindest her. Um eine Mimik-Truhe zu erkennen, bräuchte ich natürlich immer eine zweite. Um zu gucken, ja, aber ich glaube, das war einfach nur so eine Seltenheit, die Mimik-Truhen. Ich glaube, jetzt wird mal eine Weile wieder keine kommen, damit ich wieder vergesse. Beiß! Das sind beides Pflanzeneinheiten anscheinend. Mandragora und die Olle da unten. Nomz. Oh, wird der Asylon sie töten? Ihn, wie auch immer. Ja. Sehr schön. Und die beiden Donnermonster. Die drei Donnermonster. Greifen die Gigamante Clarice an. Der ist natürlich uncool, wenn sie Pflanze ist. Und wir schwächer sind als Licht gegen einen, als Donner gegen Pflanze. Ist schon richtig, alles klar. Alles hat seine Richtigkeit. Und die Säulen der Gewalt, das letzte Level. Warning, Boss incoming. Meine Mimik hat aber keinen. Meine Mimik hat keinen Brave Burst. Das ist natürlich sehr. Ach du Scheiße. Gut, dann mal hier bitte Krieger Elsie Angriffstrank. Der hier und der hier. Schauen wir mal, wen wir zuerst töten wollen. Müssen können, wie auch immer. König Brenny wird, glaube ich, zuerst sterben. Der sieht recht schwach aus. Und die Mimik-Truhe beißt nochmal zu. Nantz! Krass. Ja, dann möchte ich mit dem auf das Elektromonster. Alter, dieser Brave. Diese Tränke sind mega krass, die Angriffstränke. Die muss ich auf jeden Fall behalten. Die lohnen richtig. Aber vielleicht waren die Gegner auch einfach schwach. Ich glaube nicht. Die sind ziemlich zäh. Vielleicht waren die einfach nur anfällig gegen meine Angriffe. Das kann sein, dass sie deswegen so schnell gestorben sind. Also ein Wasser war dabei und das andere habe ich jetzt nicht gesehen gehabt. Tschu! So, die beiden Brave-Pass-Fähigkeiten benutze ich jetzt nicht mal mehr. Krass. Die Angriffskanker waren total worth. Die muss ich gleich mal wieder neu machen. 5 Stück muss ich immer dabei haben. Weil meine Mima hat ja keinen... keine Brave Burst Fähigkeit, weshalb es da eigentlich unnötig ist, da einen Trank zu vergeben. Und ich mache es halt wirklich nur bei AOE-Angriffen. Sonst lohnt sich das gar nicht, finde ich. Keine neue Einheit, nun Mandragora, so ein komisches Vieh und... Moment, was ist noch nicht gewesen? Ah, okay. Guck mal, das kann man sogar scrollen. Ist ja interessant. Da müssen wir ganz kurz nochmal in die Stadt gehen, neue Einheit, neue Tränke machen. In die Synthese, in die Angriffskraft-Tränke investieren. Wir haben sogar gar keinen Heiltrank ausgegeben. Oder? Doch, haben wir welche ausgegeben. Achso, 20 sind die, die ich ja noch im Lager habe. Okay. Dann können wir ein paar Stück davon machen. 5 Stück. Die restlichen habe ich ja alle noch. Das ist also kein Ding. Und dann gehen wir wieder zur Startseite zurück. Ah, wir haben keine Energie mehr. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ja, da muss ich leider jetzt den Part beenden. Oder unterbrechen, sage ich mal. Obwohl, naja, unterbrechen ist doof. Wir gucken erstmal an, was wir sonst noch machen können. Wir müssen ein bisschen... Jetzt wird's mal... Ja, obwohl, wir können noch einmal fighten. Aber so einen schlechten, so einen etwas schwächeren Kampf. Ruin von Mirza. Leider habe ich jetzt keine Energie. Es kostet 8 Energie. Deswegen ich das da jetzt gerade nicht machen kann. Sorry, Leute. Kostet auch 3 Energie. Im Wald der Bestien sollte ich nicht unbedingt machen, wenn ich, Donnermonster dabei habe. Das ist ungünstig. Aber im Feuchtland... Hier sind ja Wassermonster gewesen, ne? Genau. Hier kann ich es machen. Die 3 Energie für den Donnerkommandanten ausgeben.
Dann nehmen wir uns, würde ich sagen, oh, Level 46 Chris. Das ist heftig. Sieht auch ziemlich brutal aus. Ja, man muss halt nebenbei immer wieder ein bisschen farmen. Das ist einfach so. Das gehört zum Spiel. Das muss leider sein. Ja. Ansonsten könnten sie die Leute ja wohl nicht anhalten an dem Spiel, wenn sie nicht farmen müssten. Aber mich interessiert ja, wo es danach hingeht, nach dem Mistraltum, weil es gibt ja wahrscheinlich noch ganz, ganz, ganz viele andere Kontinente. Denn ich bezweifle, dass sie mit Level 11 gleich durch sein werden. Das wäre etwas uncool. Ein Leben hat ja noch. Piu! Meine Malmtruhe. Ja, das, ja, sind halt schwache. Alle Sensenmann sieht cool aus, der macht ziemlich viel Schaden. Das sind halt schwache Gebiete, aber wir brauchen natürlich auch die Einheiten. Die wir da auch verkaufen können, für mehr Sell. Mal schauen, ob wir den allein, der Todesgott Lodaga einen alleine töten kann. Fast. Und den Malmtru beißt nochmal zu. Nomz! Tja. Lodaga kann dann den Rest von der HPA nehmen. Schon wieder eine HPA bekommen. Aber ungern will ich ja Heiltränke ausgeben. Ich mache mir hier noch einen User hin. Kann nicht schaden. Ein fixer, kurzer Fighter, um die restliche Energie ausgeben zu können. Ja, 10 Stimulantien habe ich dabei und nur 3 Tunikums, 3 Gegengifte nur. Aber die Paralysie ist halt wesentlich wichtiger. Finde ich. Piu! Weil paralysierte Einheiten können nicht angreifen und die sind dann nutzlos für mich. Trotz, dass sie vielleicht einen Brave Burst ready haben, kann man da nichts machen. Das ist ungünstig, deswegen Paralyse ist ziemlich wichtig, das dabei zu haben. Die Antiparalyse. Beiß! Ja, leider kann die den Funky noch nicht allein töten. Obwohl sie schon Level, weiß ich nicht, 36, 46 war? Ich glaube 36. Oder irgendwie so. Da muss ich noch ein bisschen stärker werden. Aus dem Fall brauche ich noch später Sphären, die meine Angriffskraft verbessern. Und wieder Wiederbelebungstränke, ganz klar. Da werde ich auf jeden Fall wahrscheinlich das Tonikum rausnehmen oder das Gegengift, eins von beiden, für eine Wiederbelebung. Wenn einer stirbt von den wichtigen Erfinder Elulu, ja, oder der Krieger Ezzy, dann ist das aber ungünstig. Piu! Okay, das war sowas von Angriffsverschwendung. In 2 Runden ist sie auch tot. Piu! Na, doch 3 Runden. Oh, die hat Angriffs. Die hat verlorene Angriffskraft. Wow. Macht die doch so viel Schaden. Ein Schaden. Ach, das ist, kann es sein, dass das ein Fluch eventuell ist? Alter, dieser Todesgott Lodaga ist ja mal richtig, richtig krass. Den will ich auf jeden Fall haben. Wir müssen ganz kurz mal gucken bei den Beschwörungen, was das nochmal kostet. Ich glaube, es kostet die Juwelen, oder? Kann das sein? Auf jeden Fall werde ich dann die gefundenen Juwelen nicht für diese Einheiten in Erweiterung ausgeben. Die werde ich dann lieber verkaufen. Krass einfach nur. Ja, Material müssen wir später auch noch irgendwann farmen, weil irgendwann geht das natürlich auch aus. Ja, natürlich hat schon die maximale Anzahl an Freunden, ihr Schweine. Nehmt mich als Freund, ich will eure Karten haben. Diese komische seltene Beschwörung, da hat er wahrscheinlich auch diesen Todesgott her. Mehr Chancen sie zu bekommen, ich weiß gar nicht, was mir eine Beschwörung kostet. 5 Juwelen, 3 Sterne und mehr seltene Einheiten garantiert beschwören heute eine mächtige Einheit. Ich mach's mal, einmal, kann was machen. Eine goldene Tür. Klick. Ein Todesgott. Blitz. Nochmal die gleiche. Scheiße. Noch ein Orakel von diesem Ding hier. Bastlerin Elulu. Aber jetzt ist sie nur Level 40. Das ist natürlich ärgerlich. Ich glaube aber, meinen Dings kann ich rausnehmen dann. Meinen Ezzy. Ja, nee. Nochmal Juwelen möchte ich jetzt nicht ausgeben. Vor allem Juwelen kosten auch mega viel Echtgeld, wenn ich das hier mal angucke. Ein Juwel kostet 89 Cent. Das ist echt abartig. Aber wundert mich eigentlich gar nicht. Ist halt so. Muss mal gucken. Ob ich nicht dieses Einhorn vielleicht rausnehme.
ganz kurz gucken, was das einheitenmäßig, wie stark die ist. Da haben wir sie. Das ist jetzt die Bastlerin Elulu. Das andere war ja die Erfinderin Elulu. 1750, 800. Ja, ich glaube, von den Bases her hat es auf jeden Fall das gleiche. Ja, auf jeden Fall muss ich eine Einheit rausnehmen. Ich weiß zwar nicht welche genau, aber eine Einheit muss ich rausnehmen. 1750 und 800. Na, ist natürlich logisch, dass ich die Medusa rausnehmen werde. Für meine Bastlerin Elulu. Krass, dann kann ich die auch direkt mal verzaubern. Jetzt haben wir natürlich drei Donner-Einheiten dabei, was jetzt nicht ganz vorteilhaft ist, aber das passt schon. Die muss stärker werden, die hier. Deswegen müssen wir ganz kurz ein bisschen Crap verballern hier. Mandragora noch einen dazu. So, dieser komischen Harpien. Davon eine. Und das war's auch schon wieder. Die wird minimal stark. Na, 5 Level dazu. 20 Angriff dazu. Ist okay. Für die 5 Level ist das ganz okay. Ich habe natürlich mir eine bessere Einheit gewünscht. Irgendeine Einheit, die nicht unbedingt Donner ist. Das wäre toll gewesen. Obwohl ich den eigentlich auch mit reinnehmen könnte. Die hier noch. Ja. Die bringt ja nichts, diese komische Einheit. Der dicke Sack da. Und wenn, dann flamet mich, falls ihr das Game kennt. Ist ja auch, ist okay. Ich darf Fehler machen. So, 2 Level dazu ist jetzt nicht unbedingt viel. Und ich würde sagen, wir machen kurz eine Pause, denn wir haben keine Energie mehr. Und beim nächsten Mal wieder Brave Frontier RPG. Geht's weiter? Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal an. Bye, bye.